halt auch einfach nur Pflanzen, die im Garten wachsen, ne? Also, wenn man, ja, mehr ist da ja nicht bei. Beschreib mal. Also, du hast jetzt die Tropfen genommen und dann, was dann passiert? Also, ich meine, ich persönlich bin der Meinung, dass diese Unterscheidung, dass man sich zusaufen darf, so viel man will, man darf Tabak kaufen, so viel man will, das ist alles legal, ne? Und beim Gras machen sie jetzt so, als würde die Welt untergehen, wenn das erlaubt wenn wird. Eine Tüte hat, ne? Also, ja. I don't think so. Ja. Und es ist wieder soweit. Ich bin mal wieder am Start für euch, aber heute nicht im Garten, sondern hier bei Vollmarie und zwar bei einem Blogger-Treffen. Und tatsächlich, wie soll es auch anders sein, sind hier viele, viele Menschen, unter anderem meine Wenigkeit und viele andere, die in irgendeiner Form Videos, Fotos, Blogbeiträge oder irgendeinen anderen Firlefanz machen. Aber mit den Leuten werden wir heute mal schnacken und uns mal informieren, wie die zum Thema Cannabis stehen. Bevor wir jetzt aber anfangen, mit den anderen Leuten hier zu quatschen, weil ihr seht im Hintergrund, da sind schon so ein paar Leute und da werden wir mal schauen, was die sagen. Und ich habe auch noch mal was von meiner alten Ernte dabei, um einfach mal zu gucken, wie die Reaktionen sind, wenn die mal daran riechen, weil viele von denen haben wahrscheinlich noch gar keine Berührungspunkte gehabt, was auch völlig in Ordnung ist. Und da werden sich wahrscheinlich ein paar von denen ja wahrscheinlich wundern, wie toll das Ganze riechen kann, wenn man dann die richtigen Genetiken für sich gefunden hat. Aber jetzt noch mal eine ganz andere Sache. Schaut euch das hier mal bitte an. Also hier ist es wirklich super schön, ein super schöner, herrlicher Tag mit Blumen, Staudenbeete, viele, viele unterschiedliche Zierpflanzen und natürlich auch Nutzpflanzen. Nutzpflanzen von A bis Z ist hier alles dabei, ihr seht es hier gerade. Und das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Gartentag unter Leuten, die sich komplett dem Thema der Pflanze gewidmet haben. Hi Leute, wir sind hier heute beim Podplanter auf dem YouTube-Kanal und heute gibt es eine richtig geile Umfrage hier von mir an dich unter anderem. Und zwar will ich heute und ihr natürlich auch wissen, was abgeht mit Cannabis bei anderen Leuten, die Content machen für Instagram, YouTube und TikTok und hast du nicht gesehen. Und deswegen haben wir hier den Felix und den fragen wir jetzt zuallererst einmal, hast du schon mal was von der Pflanze Cannabis gehört? Ja, tatsächlich schon. Also wo das dann rauskam, dass es legal ist, das anzubauen, habe ich mir auch Saatgut besorgt, habe eine Pflanze gezogen, hatte die auf dem Balkon, habe das auch auf Social Media geteilt, aber bei mir waren die Leute eher so auf Gemüse fixiert, was ich eigentlich mache, kam nicht ganz so gut an und deswegen habe ich die Pflanze noch da, aber nicht mehr auf Social Media. Heißt das etwa, dass die Leute dich quasi abgefuckt haben, weil du eine Cannabispflanze angezogen hast? Nein, das nicht, aber es war weniger so, dass die Leute geschaut haben. Also die Leute haben das nicht so geklickt, die Leute haben kommentiert, ja, interessiert mich jetzt nicht und dann habe ich es gelassen. Ah, okay. Also du hattest schon eine Resonanz, dass die Leute das gesehen haben, aber das nicht so cool finden gerade? Genau, das war dann noch nicht so Thema. Ich habe das Mitte Mai gemacht, da war das Thema dann gerade so, ja, nicht so ganz aktuell. Na gut, wenn ich mich über Mitte Mai erinnere, da war bei uns auf jeden Fall, ging die richtig die Post ab. Aber okay, ich sag mal, deine Zielgruppe ist ja auch etwas konservativer, kann das vielleicht sein? Ja, also auf YouTube, Gemüsegartenleute, die Zielgruppe über 70% sind über 45. Ja, okay. Ja, das ist vielleicht ein Grund, aber ansonsten auf unserem YouTube-Kanal, alle, die älter sind als 45, mal unten in die Kommentare reinschreiben, irgendwie mal ein Häkchen oder einen Daumen nach oben, weil tatsächlich Cannabis aus meiner Sicht, und da kommen wir gleich zu der nächsten Frage, ist ja auch gar nicht irgendwas, was nur was für junge Leute ist, sondern auch was für ältere Leute. Gerade auch mit irgendwelchen Beschwerden hinsichtlich Schlafstörungen, Schmerzpatienten und etc. Hast du da was schon mal was von gehört? Und dann habe ich diese Tropfen mir in einer Cannabis-Apotheke holen müssen auf Rezept. Und die waren mir zu stark. Okay. Also die waren wirklich so, dass mir alles egal war. Ah, okay. Also beschreib mal. Also du hast jetzt die Tropfen genommen und dann, was dann passiert? Ja, ich arbeite im Altenheim und ich bin natürlich auch gespannt, wie das jetzt ist mit den Ärzten, ob die das jetzt öfter verschreiben in der Schmerztherapie, weil es natürlich sinnvoll sein kann. Ja. Gerade bei Leuten in der letzten Lebensphase. Palliativ. Palliativ bin ich gespannt. Haben wir im Altenheim auch viele, die starke Wunden haben oder sowas, wo es echt auch oft auf die Schmerzen geht. Ja. Bin ich gespannt, ob sowas dann jetzt auch vermehrt von den Ärzten empfohlen wird. Finde ich sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Da möchte ich gerne mal einhaken. Und zwar, hast du schon Kontakt mit Cannabis auf deiner Arbeit gemacht? Also gibt es da schon Leute, die da irgendwie medikamentös mit Cannabis behandelt werden? Leider nicht. Das Einzige, was ist, wir spritzen dann in so einer Phase Morphium. Aber so ein Einstich ist natürlich immer nochmal krass für die Leute. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit der Cannabis-Therapie laufen kann und wird.
Ja, okay. Und hast du, wenn du, da hast du ja auch eine Ausbildung gemacht, bist ja da, weiß ich nicht, examiniert oder irgendwie sowas? Ja, genau. Und gab es da schon mal das Thema Cannabis innerhalb deiner Lehre zum Beispiel oder in Fortbildungen? Nee, da war es noch nicht ganz so aktuell. Ich war mal auf einer Fortbildung, da waren auch welche dann aus anderen Bereichen, so Krankenhaus und so, wo dann auch welche mit Tumor und Palliativ zu tun haben, die haben davon berichtet. Okay. Ja, und ist eher was, was man gerade in der Medizin eher positiv oder negativ ansieht? Ich glaube eher positiv. Also ich glaube schon, dass das da vermehrt eingesetzt wird. Ja. Bald. Hast du schon mal Berührungspunkte mit Cannabis gehabt? Nein, selber nicht. Okay. Hast du das schon mal gerochen, irgendwie auf der Feier oder sowas? Ja, jetzt wo ich die Pflanze bei mir auf dem Balkon stehen habe und weiß, wie krass das riechen kann, ist mir schon mal aufgefallen, dann, wenn man dann in irgendwelchen Ecken so rumläuft. Oh ja, hier, weißt Bescheid. Ja. Die meisten sind abgeschreckt von dem Geruch von Cannabis. Geht das dir auch so? Ja, es ist schon, wenn wir jetzt im Sommer, wenn es den ganzen Tag so heiß war auf dem Balkon und dann machst du abends mal Fenster auf zum Lüften, dann riechst du es auf jeden Fall in der ganzen Bude. Ja. Ist jetzt nicht so der angenehmste Geruch. Ja, ich habe jetzt mal hier was mitgebracht. Hier ist was aus meiner letzten Ernte und da frage ich dich jetzt einfach mal, wie findest du diesen Geruch? Weil es gibt nämlich bei Cannabis ganz viel Verschiedenes. 5 minutes later. Ja, es riecht so ein bisschen wie der Cannabis auf meinem Balkon. Ja. Aber es ist Minze. Das riecht übelst nach Minze, das, oder? Das ist Minze. Das riecht, ja. Boah, ja, das habe ich gerade noch hier gerochen. Wir sind ja gerade so in den Garten gelaufen. Ja, schnell das zumachen. Das riecht nach Minze. Ja, das ist ein sehr minziger, orangener. Boah, krass. Ja, und weil die meisten Leute sind tatsächlich abgefuckt und sagen, boah, ich kann das Zeug gar nicht riechen. Warum soll ich mir denn eine Pflanze anziehen, wenn ich die noch nicht mal riechen kann? Aber es gibt halt so viele verschiedene Sorten. Es gibt Cannabis-Sorten, die riechen zum Beispiel nach Diesel. Wenn du daran riechst, ne, denkst du dir so, wow, what the fuck, ne? Ja. Dann gibt es auch welche, die Papaya, wie auch immer eine Papaya riecht oder Melone. Also Cannabis kann so krasse Gerüche annehmen. Und wir gucken mal, was die anderen Leute hierüber sagen. Schauen wir mal. Danke. Bitte. Ciao. Ciao. Alleine jetzt mal hier, ne? Das ist hier das Tomatengewächshaus. Hier links und rechts neben mich, seht ihr ja, da geht's übelst ab. Also hier sind Tomaten, die sind alle ja so 2,50 Meter bis 3 Meter hoch, an so einem Faden hochgezogen. Hier seht ihr ja nochmal an dieser Stelle und hier sind alle möglichen Arten von Tomaten, von süßen, kleinen bis großen, dunklen, ist hier alles dabei. Und egal, wo man hier hinguckt, machen wir mal hier kurz mal einen Break. Alter Schwede, guckt euch das Ding mal an hier. So, das hier sind richtig fette Brummer. Seht ihr das? Alter Schwede. Und das Coole ist, wenn man sich jetzt umdreht, dann geht es hier einfach so weiter. Guck mal hier. Hier so ein fetter Oschi. Ganz andere Form, ganz andere Farbe. Und dann hier, guckt euch mal, was da alles so möglich ist. Hier auch wieder was komplett anderes. Am liebsten würde ich die hier mal abreißen und mal gerade mal reinbeißen, weil die sehen alle so super, super lecker aus. Und jetzt mal ernsthaft. Dazu hat doch mit Sicherheit niemand mehr irgendeine Frage, oder? Und da haben wir den nächsten, und zwar Arthur. Du hast bei dir zu Hause eine Cannabispflanze und ich weiß, es sind 4. Genau, es sind 4. Genau. Die 4, weil mein Bruder auch dabei ist, also nicht direkt hier rumhaten. Nein. Also wir halten uns natürlich alle an das Gesetz und ist auch besonders wichtig, da nochmal für euch. Also könnten wir eigentlich theoretisch sogar mehr haben. Genau, je nachdem, wie viele Leute bei euch zu Hause wohnen. Aber du hast schon die Erfahrung gemacht und hast deine ersten Blüten sogar schon durchgebracht. Genau, mehr oder weniger. Ich hatte das Problem, die sind alle, nicht alle, aber viel ist gegammelt, weil der Folientunnel bei mir einfach zu feucht ist und ich habe es halt nicht eingesehen, extra dafür dann Ventilator aufzustellen, weil ich baue es halt an, um es anzubauen. Ich bin Gärtner und probiere alle Exoten aus und Cannabis war vorher nie legal. Ja. Und jetzt ist es, deswegen baue ich es jetzt an, um zu gucken, wie das funktioniert. Und deswegen habe ich da jetzt nicht viel Tamtam drum gemacht, dass ich viel Ernte habe. Aber wir konnten ein bisschen was ernten auf jeden Fall. Okay, hast du eine Grammzahl ungefähr, was ihr ernten konntet? Und war nur im Gewächshaus? Ist noch am Trocknen gerade, deswegen weiß ich nicht. Ja, okay. Aber ich schätze mal so 5 bis 10 Gramm, also nicht viel. Ja. Wir mussten echt 90% wegschmeißen. Oder? Weil alles durchgefault war, ja. Dafür euch nochmal die Information vom letzten Video. Und da geht es nämlich genau um das Thema Blütenfäule. Ganz wichtige Geschichte, weil es gibt halt manche Sorten, die sind weniger resistent, manche sind ein bisschen resistenter. Mhm. Und da gibt es natürlich nochmal aufgrund der Luftfeuchtigkeit ganz klare Sachen, die man beachten kann, damit man das vermeiden kann. Weil
richtig ärgerlich, oder? Stell dir vor, du ziehst jetzt deine Tomaten an und hast richtig schöne Dinger dran. Denkst dir noch, komm, lässt du noch mal 2 Tage und alles ist dann weggefahren. Das ist natürlich scheiße. So beim Cannabis war es jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich rauche es eh nicht. Ja. Aber wenn man das dann raucht, sollte man sich natürlich darum kümmern, dass das halt nicht passiert. Ja, okay. Und wie ist so dein Empfinden? Cannabis-Legalisierung, ist es irgendwas, was noch irgendwie, worüber man sich nicht so gerne unterhält? Oder sind die Leute offen? Wie siehst du das? Ich finde, die sind eigentlich relativ offen. Ja, also ich habe da jetzt noch nichts Negatives mitbekommen oder so. Sind halt auch einfach nur Pflanzen, die im Garten wachsen. Ne? Also wenn man, ja, mehr ist da ja nicht bei so. Also da jetzt so ein Geschiss drum zu. Genau, weil es halt immer, ja, das Problem ist halt immer, dass die Leute, klar hat Cannabis auch so Schattenseiten, sage ich jetzt mal, ne, aus dem Ghetto, sage ich jetzt mal. Ja, ist ja so. Und da ist halt einfach ein bisschen Umdenken angesagt aktuell, weil Cannabis hat auch viele positive Eigenschaften. Wie gesagt, Oktoberfest, das ist ein Volksbrauchtum. Ne? Und aber wenn einer mal eine Tüte entspannt. Freitagabend. Sowas. Genau, da wird auf einmal dem die Hölle heiß gemacht. Ja. Bullshit. Und jetzt nochmal eine Sache. Haben wir gerade den Felix auch gezeigt. Hier drin befindet sich Cannabis. Mhm. Kannst du mal aufmachen, weil ich kriege das nicht hin. Du musst ja erst Press, drücken. Weil das ich ist, weiß, habe ich gelernt. Ja. Wonach riecht das? Nach Cannabis, aber nicht so krass. Mhm. Also ich finde den Geruch nicht so intensiv. Mhm. Ja. Ja, und so nach Aromen und so, das kann ich nicht einsortieren, weil ich ja selber nicht rauche, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Okay, du musst wieder Press, drücken. Ja. Nein, genau, also Aromen ist nochmal ganz wichtig für euch zu erwähnen. Das liegt daran, mit einem Boveda-Pack, ne? Da sind diese Päckchen, die man mit in seinem Behälter, also du trocknest deine Blüten, hängst die irgendwo hin und dabei gehen natürlich Aromastoffe verloren. So, ganz klare Sache. Jetzt hängst du die aber dann irgendwann mal ab und schnibbelst die klein und legst die dann in deinen Behälter und da packst du dann ein Boveda-Pack rein, als Beispiel. Da gibt es noch andere Päckchen, die man da reinpacken kann und die regulieren halt die Luftfeuchtigkeit und durch diese Regulation der Luftfeuchtigkeit stülpt sich um deine getrocknete Ernte dann entsprechend ein Feuchtigkeitsfilm, der das Ganze kondensiert. Konserviert. Hatten wir gerade schon. Genau. Der das Ganze konserviert und dadurch riecht es zwar nicht so krass, wenn man jetzt seinen Zinken da reinhält, aber dafür ist es so, dass du beim Konsum dann halt diese ganzen Aromastoffe noch drin hast. Weil was bringt dir... Praktisch, ne? Genau, was bringt dir halt die Aromastoffe, wenn du jedes Mal dran riechst und sagst, oh, riecht aber toll. Alles, was geruchsmäßig aufgenommen werden kann, geht halt auch weg in die Atmosphäre. Und alles, was in der Blüte drin bleibt, bleibt natürlich in der Blüte. Könnte man theoretisch auch für andere Kräuter nehmen, wenn man die trocknet, ne? Also, exakt. Weil das kennt man ja auch so, dass das dann nachher, wenn es dann trocken ist und ein bisschen älter ist, dann irgendwie gefühlt nach nichts mehr schmeckt. Ja. Könnte man dann auch diese, wie heißt die, Boveda. Ist aber nur eine Marke. Ich will jetzt die Schleichwerbung, keine Ahnung. Aber dass man die dann dazulegt und dann das konserviert, ist schon geil. Kannte ich nicht. Ja, ja, genau. Danke. Und das kommt auch aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Bereich Zigarren. Und da wird ja auch richtig viel Geld gelatzt. Ja, mit diesem Humidor. Genau. Rein theoretisch ist das ähnliches Prinzip. Okay. Genau. Nur hier halt in Päckchen, die dann einfach mit da reinwirst und gut ist. Okay. Ja, zum Thema Cannabis eine abschließende Frage. Wie schwer fandest du, wenn wir jetzt mal die Blütenfäule da rausnehmen, den Anzug deiner Pflanze und wie groß waren die am Ende? Boah, super einfach. Das einzige Problem war mit Nacktschnecken, aber die gingen bei mir an alles. Also das war dieses Jahr überall ein Problem, an jeder Kultur, auch wo die vorher nie dran gegangen sind. Aber sonst mega easy. Ich habe die Samenkörner in Wasser gelegt, dann 2 Tage später eingepflanzt und dann sind sie gewachsen, zwischendurch gedüngt, gegossen. Also ich hatte 2 verschiedene Sorten, die beiden Auto Big Bud und die andere weiß ich nicht mehr. Die eine war irgendwie so hoch und die andere ist jetzt schon so hoch ungefähr. Also über einen Meter schon. Ja, ungefähr. Ja, also schon so ein großer Brecher geworden. Ja. Und ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Ja. Deine Videos habe ich nicht geschaut, was man machen muss. Muss man auch nicht. Ich habe einmal 2 Pflanzen jeweils. Ich hatte 2 von jeder Sorte. Ja. Und die habe ich jeweils eine davon beschnitten, um zu gucken, was halt passiert. Ja. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Ja. Und das ist ja auch das Gute. Also man sieht und hört draußen ziemlich viel über, wie macht man es am besten. Und klar gibt es da auch eine gängige Meinung, wie man es machen sollte. Aber es geht halt auch mit einem einfachen Topf. Ja. Was für eine Erde hast du benutzt? Komposterde oder hast du schon? Ganz normale Blumenerde, Pflanzerde. Ja. Ein bisschen Dünger mit reingekippt, dein Dünger des Vertrauens wahrscheinlich. Genau. Möglichst hell wahrscheinlich, warm ein bisschen. Ja, im Gewächshaus, ne, habe ich die stehen.
Und wie oft gegossen? Auch mal so wahrscheinlich, ne? Ja, immer wenn die Pflanzen trocken aussahen, ne? Alle paar Tage mal. Ja. Ja. Ja, und dann wächst das Gedöns. Also ich habe da keinen großen Geschiss drum gemacht. Ja. Und wäre jetzt nicht die Fäule da gewesen, wäre es auch echt eine fette Ernte gewesen. Ja. Ich bin mal gespannt bei der großen, die hat noch gar keine Blütenansätze jetzt. Ist wahrscheinlich auch eine photoperiodische Pflanze. Kann sein, ja, ja. Denke ich. Und ja, vielleicht gucken wir uns das Ganze mal bei dem Arthur an, wenn es soweit ist. Vielleicht fahren wir dann einfach mal bei dir vorbei. Ja, gerne. Wie fast in jedem Video, wo du aufkommst, sagen wir, wir drehen mal bald ein Video irgendwann, bei dir. Irgendwann ja, machen wir es ja. Wirklich. Vielleicht irgendwann dieses Jahr noch, mal schauen. Und ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Neben Tomaten natürlich hier Paprika, Ariella oder hier so eine Paprika, einfach mal gelb, orange. Hier dann auch noch eine schöne Paprika. Und wie man sieht wieder hier, geht es einfach komplett durch dieses Gewächshaus durch. Und jetzt kommt es zu einer Nutzpflanze, die ich persönlich selber noch nie zuvor kultiviert habe. Und zwar ein bisschen crazy sieht die aus, aber ich zeige es euch jetzt mal. Das hier, meine lieben Leute, sind Aubergine. Guckt mal hier, und was für fette Oschis. Uiuiuiui. Das ist so eine kleine Pflanze, hä? So ein dickes Gerät halten kann, ist wirklich phänomenal. Was hier übrigens auch phänomenal ist, meine lieben Leute, ist die hohe Luftfeuchtigkeit bzw. die hohen Temperaturen. Ja, bei solchen klimatischen Bedingungen wächst es natürlich besonders schnell und besonders sweet. Ich weiß noch gar nicht, worüber wir quatschen, aber also, ja, die ist geil, die Kamera. Kennt ihr? Ja, in Osmo. Die ist geil. Ja, und das Geile ist jetzt, ich kann jetzt quasi sagen, ich fange jetzt hier an und die Kamera kommt jetzt mit mir mit und dann kann ich so, hallo. Das ist geil, oder? Mhm. Ja. Und hier haben wir den kleinen Horrorgarten. Hallo. Hallo. Hi. Und ihr macht auch Garten-Content für Instagram? Wir machen Garten-Content für Instagram und auch für YouTube und auf Facebook, Pinterest. Wir sind überall. Überall, wir ja sind gut. Überall. Ja, markiere ich euch mal hier rein. Und da mal an euch jetzt die Frage, hattet ihr jetzt seit der Legalisierung mit Cannabis da irgendwelche Kontaktpunkte mit? Und wir haben erwachsene Kinder. Wir haben erwachsene Kinder, die das natürlich spannend finden und das teilweise anbauen. Wir selbst, also ich finde es eine schöne Pflanze. Ich habe die früher mal angebaut, als das noch nicht so ganz legal war. Ich würde sie in einem weit entfernten Land. Ich habe die natürlich nur zum Angucken angebaut, weil die sehr schön aussieht. Und ich würde es wahrscheinlich heute auch wieder machen, auch wieder nur zum Angucken. Aber wir haben einen Schrebergarten und in den Schrebergärten ist das nicht erlaubt, weil diese bisschen komplizierte Regelung ja besagt, dass es nur im Zuhause, quasi da, wo der Hauptwohnort ist, angebaut werden darf. Und im Schrebergarten darf man nicht wohnen. Das ist so ein bisschen die Argumentationskette, warum es da nicht geht. Aber da wir es auch nicht mehr verbrauchen, ist es ein bisschen egal. Ja, aber die Argumentation ist dann wahrscheinlich auch dahinter, dass man es dann nicht vor Dritten richtig schützen kann, weil diese kleinen Gartenzäune dann nicht ausreichen, oder? Ich denke, das kann, kannst du im Privatgarten aber auch nicht unbedingt ausschließen, oder? Dass da jemand über deinen Zäune... Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Okay, aber... Ja, Kindergarten vorbeikommen, zufälligerweise. Ich glaube einfach... Ja. Ich glaube einfach, dass halt nach Argumenten gesucht wird, es an möglichst vielen Plätzen nicht zu erlauben. Ja. Ich denke, das ist der Hintergrund. Ja. Und wie findet ihr das, wenn man sagt, oh nee, den legen wir jetzt Steine in den Weg und jetzt dürfen die nicht? Das macht es halt komplizierter. Also ich meine, ich persönlich bin der Meinung, dass diese Unterscheidung, dass man sich zusaufen darf, so viel man will, man darf Tabak kaufen, so viel man will, das ist alles legal, ne? Wird versteuert, der Staat verdient mit, ist auch alles in Ordnung. Und beim Gras machen sie jetzt so, als würde die Welt untergehen, wenn das erlaubt wird. Wenn er eine Tüte hat, ne? Also, I don't think so. Ja. Also ich glaube nicht, dass mehr Leute das regelmäßig nutzen, als es sowieso schon tun. Ja. Und ich persönlich glaube auch, dass die Gefahren geringer sind als bei Alkohol. Missbrauch, also geht ja immer um Missbrauch. Ne? Und von daher finde ich, deine Ausgangsfrage war, wie finden wir das, dass es so schwierig gemacht wird. Ja, ich hoffe, dass sich das Ganze normalisiert. Mhm. Also, ich hätte auch gesagt, also legalisieren ja, aber halt nicht so in dem Bürokratismus, der jetzt ausgelebt wird. Ne? Und wie gesagt, Oktoberfest, das ist ein Volksbrauchtum. Ne? Und, aber wenn einer mal eine Tüte entspannt... Freitagabend. Sowas. Genau, da wird auf einmal dem die Hölle heiß gemacht. Ja. Bullshit. Ja, genau. Und so sehe ich das. Und so sehen es auch gerade viele andere. Deswegen finde ich das auf jeden Fall schon mal gut, dass wir da jetzt auch mal was zugehört haben. Und es gab ja mal eine Zeit, da hattet ihr mal was angebaut. In einem weit entfernten Land vor vielen, vielen Jahren. war das gut?
Ja, das war gut, aber ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit dem Zeug, was es heute gibt. Das wahrscheinlich, ja. Und wie habt ihr das dann angebaut? Kannst du dich ja noch daran erinnern? In Töpfen. In Töpfen halt. Ganz normale Erde reingeknallt, oder? Ganz normale Erde reingeknallt, Dünger, viel Licht, Dachterrasse. Ja, da wurde ja auch keine Wissenschaft draus gemacht, ne? Also entweder es hat funktioniert oder halt nicht, ne? Und wenn ich jetzt unseren Sohnemann höre, was der alles so macht und weiß und tut, ja. Sorry, da waren wir zu früh dran. Genau, das ist ja auch mein Ansatz, weil ich denke auch immer, man sieht und hört immer sehr viel, sehr Wissenschaftliches. Ja, es muss so und so und genau. Ja genau, mein Ansatz ist halt auch halt zu sagen, Leute, auch mal einen Gang zurückschalten, es geht auch einfacher, wie man in so vielen Beispielen ja schon jetzt gesehen hat. Und ja, jetzt überlege ich nochmal kurz, ob wir noch ein cooles weiteres Thema haben. Ich glaube nicht, ne? Salat? Basilikum? Ja. Es gibt viele schöne Pflanzen. Blumen. Also, es gibt viele schöne Pflanzen und ich finde, viel mehr Leute sollten ihr eigenes Gemüse anbauen. Und, nicht nur ihr eigenes Gras. Genau. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ein Freund von. Ich sage nämlich auch immer gerne in den Videos zwischen Tomate, Gurke und Cannabis. Ne, sowas. Mhm. Weil am Ende des Tages ist es halt eine Nutzpflanze. Es sind halt auch einfach nur Pflanzen, die im Garten wachsen. Ne? Also, ja. Wenn man, ja, mehr ist da ja nicht bei so. Und es macht einfach Spaß zu gärtnern. Genau, und wie wäre es mit dem Motto, weniger Rasen, mehr Gras. Oder mehr Vielfalt wäre eigentlich so meins. Yeah. Yes! Wir sind jetzt hier bei Kopflastig Garten. Und da haben wir auch jemanden, der, ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal Cannabis anbaut. Ja, so sieht's aus. Aber nicht zum ersten Mal konsumiert. Nein, aber tatsächlich auch da noch ein relativ Neuling bin. Ein fresher Dude in dem Bereich, ja. Du hast hier eine Gehhilfe? Genau, ich habe Wirbelsäulenrheuma. Das habe ich auch schon mindestens 20 Jahre. Es wurde aber immer nicht erkannt. Und als es dann erkannt wurde, war es zu spät. Es ist nicht heilbar. Und deswegen habe ich einen Rollator und eine Gehhilfe für längere Strecken. Ja. Und bin auch schon berentet. Okay. Letztes Jahr warst du auch hier auf diesem Event. Da aber, glaube ich, ohne. Ich, letztes Jahr war ich auch schon mit dem Rollator. Ja. Und das ist das vierte Mal, dass ich dabei bin. Und vor 4 Jahren war ich noch ohne unterwegs. Ah, okay. Ja, okay. Und wo wir, glaube ich, auch direkt zum Thema Cannabis kommen. Weil, ich sag mal, Cannabis, ja, in der Gesellschaft wird es hier und da auch immer als böses Instrument. Ne? Jetzt ist es aber so, Cannabis hat ja so viele positive Eigenschaften. Und ich glaube, du bist da jemand, der da auch aus eigenen Antrieb relativ viel zu erzählen kann. Ja, also tatsächlich nutze ich Cannabis gar nicht als Entspannungs- oder Spaßkomponente, so wie man das ja als Kind schon verkauft bekommt, als Einstiegsdroge und alle werden abhängig und ne, sonstiges, sondern ich bin an Cannabis gekommen, weil mein Schmerztherapeut mir Cannabis-Tropfen verschrieben hat und ich eigentlich auch nicht wollte, weil ich da wirklich Respekt vor hatte, ja. Auch vor der Angst, süchtig zu werden, und er hat gesagt, nee. Und dann habe ich diese Tropfen mir in einer Cannabis-Apotheke holen müssen, auf Rezept. Und die waren mir zu stark. Okay. Also die waren wirklich so, dass mir alles egal war. Ah, okay. Also beschreib mal. Also du hast jetzt die Tropfen genommen und dann, was dann passiert? Ja, also ich habe die Schmerzen trotzdem noch wahrgenommen. Die waren mir nur egal. Also tatsächlich kann ich das so bezeichnen. Mir war aber alles egal. Also neben mir hätte eine Bombe einschlagen können. Mir war alles egal. Ich war sehr dumpf. Aha. Ich glaube, da gibt es ja auch Unterschiede. Du bist vielleicht da besser unterwegs als ich. Es gibt ja die Aufputschenden und die runterfahrenden. Ich glaube, das waren so welche, die mich wirklich sehr antriebslos und sehr, ja. Aber als Öl, als Tropfen. Als Tropfen. Also ne, als Tropfen. Ja. Und ich habe längst nicht die Dosierung geschafft, die ich nehmen sollte. Okay. Weil ich glaube, dann hätte ich gar nicht mehr aufstehen können. Ja. Und bin dann über eine Freundin, die das als Entspannung nach einer stressigen Woche, also die konsumiert nicht täglich, sondern dann am Wochenende, nutzt die das einfach mal so, ne? Als zum Rauchen. Ja, zum Rauchen. Ja. Und dann habe ich da zweimal gezogen und habe festgestellt, hey, meine Schmerzspitzen sind weg. Okay. Es war wirklich so, dass meine Schmerzen auch zu der Zeit ganz fürchterlich waren. Und diese ganz schlimm ausreißenden Spitzen waren weg, sodass ich viel besser mit dem Schmerz zurechtkam. Okay, mega interessant. Und wenn dir zu dem Zeitpunkt eine Bombe neben dir eingeschlagen wäre, hättest du es dann gecheckt? Absolut. Hätte ich dann gecheckt. Also, es ist gar nicht so, dass ich gut drauf bin oder halt wirklich total gechillt, sondern es ist wirklich für mich, so wie ich konsumiere, nach Bedarf, wenn ich ganz starke Schmerzen habe, nehme ich mir damit den schlimmsten Schmerz,
sodass ich ihn wieder auf ein erträgliches Level runterfahren kann. Hammer. Herzlichen Dank an die Pflanzenstand, würde ich sagen, oder? Das ist absolut genial. Und hast du auch andere Medikamente wahrscheinlich auch schon durch? Ich weiß nicht. Ich habe verschiedene TM-Medikamente durch, wie zum Beispiel Tilidin, ja, in einer sehr hohen Dosierung und die haben nichts genützt. Und der Arzt hat auch gesagt, ich dürfte die nicht von jetzt auf gleich absetzen. Ich habe es aber getan und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Okay. Also das ist wirklich für mich eine super Option, die kann ich mir dosieren, je nach Bedarf. Also ich stopfe mir keinen reinen Joint, sondern ich mische mir das mit Tabak und ich sag mal so ein Drittel Cannabis, zwei Drittel Tabak und dann rauche ich die Zigarette und das ist wirklich für mich ein ganz gutes Ding. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut, dass du da deinen Schlüssel gefunden hast, um deine Schmerzsymptomatik da ein bisschen entgegenzuwirken, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Ja, nee, komplett geht nicht. Also damit, ich glaube, da müsste ich wirklich sehr, sehr viel konsumieren. Ja. Und, also um die Spitzenlasten. Die Spitzen, so, ja, also ich krieg's für mich auf ein erträgliches Level. Ja, okay, das ist aber ja schon mal mehr als die halbe Miete. Das ist mehr als in den ganzen Jahren geschafft wurde. Das ist mal eine Ansage. Okay, und jetzt haben wir die Legalisierung, 1.4. Da müsste ja jetzt dein Statement zu sein. Dass das natürlich schon längst fällig war und vor allen Dingen für Schmerzpatienten etc. pp. Das beste Mittel ist und es da überhaupt keine Diskussion geben sollte. So, super geil. Wenn ihr das genauso seht, schreibt es mal unten rein. Und ansonsten, jetzt nochmal für mich und für die Zuschauer auch nochmal eine wichtige Frage. Jetzt darfst du ja deine drei Pflänzchen bei dir zu Hause anbauen. Hast du dir da jetzt speziell was rausgesucht? Tatsächlich hat meine Schwester mir die aus Spanien geschickt. Meine Schwester lebt in Andalusien. Okay. Und hat mir welche geschickt und das waren spezielle, aber da kann ich nichts zu sagen. Ja, okay. Keine Ahnung. Nee, okay. Aber macht ja nichts. Aber was wir vielleicht noch wissen müssen, ist es Autoflower, also blüten die selber oder musst du damit Growth-Zelt und Lichtzyklus runter? Autoflower. Ja, okay. Und hast du auch schon mal selbst probiert? Also sind die schon reif jetzt? Nee, die sind noch nicht reif, ja, okay, aber die sind schon 1,90 Meter groß. Ja, okay. Ich habe hab hier Tipps bekommen, weiß ich nicht, kann ich das sagen? Klar, sag. Also von Patzer Erden, die, ja, haben bei Instagram einen Account, der heißt Fruxgrow. Frux, ja, ja, genau. Und da habe ich mir Tipps geholt und die haben mir auch geholfen, wie ich dann nachdünge. Ja. Ich habe das Substrat genommen und die Dinger sind abgegangen, ja, völlig durch die Decke. Ja, ja, und jetzt noch irgendwas Besonderes, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Also ich finde die Diskussion der Legalisierung überflüssig. Ich glaube einfach, man sollte es den Menschen ermöglichen und jeder sollte seinen gesunden Umgang damit haben. So, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Ihr da draußen auch, wenn ihr unter 21 seid, zumindest meiner Nase nach, lasst erstmal sein. Wenn ihr schmerztherapeutische Anlässe habt, dann quatscht es gerne mit eurem Arzt ab. Und ansonsten sollte jeder, der Bock hat darauf, selbst mit dieser Thematik sich irgendwie auseinandersetzen und vor allen Dingen verantwortungsvoll. Und dann klappt das ganze Ding auch. Genau. So. Der Fernauslöser von meiner Kamera hat nicht so mitgespielt, wie ich das gerne wollte. Deswegen sind zwei Aufnahmen komplett verkackt. Die sind nämlich nicht dabei. Aber ist egal. So ist das Video zumindest nicht ganz so lang geworden. Und wenn du jetzt Bock hast auf weiteren Content, wie beispielsweise alles zum Thema Blütenfäule, guckst du in dieses Video rein. Und wenn du diese ganze Cannabis-Geschichte mal von Anfang sehen willst, vom ersten Video, vom Samen bis zur ausgewachsenen Pflanze und der Ernte, klickst du mal hier unten rein.